Herr Stranzl, Sie sind nicht ganz der Erste, der einen alkoholfreien Wein in Österreich anbietet, aber Sie sind der Erste, der ihn wirklich marketingtechnisch auch vermarktet. Ja, das ist so richtig. Wir haben vor einiger Zeit in Österreich als Erste damit begonnen, alkoholfreien Wein am Markt unterzubringen und den Kunden vorzustellen. Die Hindernisse sind natürlich für alle, die sich selbstständig machen, zum ersten Mal die gleichen. Auf der anderen Seite haben wir das Riesenglück gehabt, dass auf dieses Produkt gewartet wurde vom Markt. Die Kunden waren offenbar aktiv auf der Suche und waren froh, uns zu finden. Sie sagen, der Kunde hat darauf gewartet. Praktisch gibt es in jeder Bevölkerungsgruppe Personen, für die das Produkt interessant ist. Ich denke einmal an eine ganz große, alles was mit Schwangerschaft oder Stillen zu tun hat, wo der Alkohol vermieden werden soll. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Medikamente nehmen müssen und Medikamentenunverträglichkeit haben. Ein ganz großes Thema ist aber selbstverständlich alles, was mit Autofahren zusammenhängt. Alkoholfreie Produkte von Vinumis sind auch immer öfter auf Weinfesten anzutreffen, wo sie sich mit erfolgreichen Weinen messen und dabei hervorragend abschneiden. Wie früher beim Bier herrscht auch beim Wein Skepsis, aber bald weicht diese überraschtem Staunen und hoher Akzeptanz. Wir haben über 20 Produkte, Weiß, Rosé, Rotwein, Rosé, Sekt. Wird im Vakuum destilliert. Das ist fertiger Wein, der hat seine 12-13% und dann wird im Vakuum bei 28 Grad der Alkohol entzogen. Damit trinkt man weniger und damit. Aber er ist genug. Es gibt ja sehr verschiedene Weine. Ich habe einen Rotwein probiert, der sehr fruchtig war und durchaus mit einem Mittelklasse-Rotwein vergleichbar ist. Der erste Eindruck, wenn Sie den Wein haben. Gut, ich merke nichts gar nicht. Sie haben ja auch mittlerweile Einzug in die Gastronomie gefunden. Haben Sie da schon Rückmeldungen? Ja, selbstverständlich. Das bringt uns auch Kunden, dieses Segment. Leute, die in der Gastronomie zum ersten Mal das Produkt kennenlernen, kommen dann zu unseren Händlern oder zu uns einkaufen. Wir reden ja nicht nur von Wein, sondern Sie haben ja auch andere Produkte in Ihrem Angebot. Ja, wir haben Wein und Sekt in unserem Angebot. Insgesamt zurzeit 25 verschiedene Produkte. Bei der Herstellung dieser Produkte, wo liegt die Schwierigkeit und wie kann man überhaupt alkoholfreien Wein herstellen? Alkoholfreier Wein wird aus ganz normalem, fertigem, alkoholhaltigen Wein durch Vakuumdestillation gewonnen. Der Vorteil des Verfahrens ist, dass man den Wein im Vakuum nur auf 28 Grad erwärmen muss und der Alkohol da bereits verdampft. Das heißt, es werden die empfindlichen Aromastoffe nicht durch hohe Temperaturen zerstört. Von wo stammt eigentlich der Grundstoff? Das heißt, wo kommt der alkoholische Wein her, den Sie dann zu alkoholfreien Wein umgestalten? Ein Teil unserer Produkte kommt aus Südfrankreich, aus dem Rhein-Mosel-Gebiet und seit kurzem auch aus Spanien. Aber am wichtigsten, der Veltliner, ist selbstverständlich aus dem Weinviertel. Beim Herrn Schmidt in Unterthern kann man auch parallel unseren alkoholfreien Wein und sein alkoholhaltiges Ausgangsprodukt verkosten. Wir verwenden ausschließlich Qualitätsweine, die auch als solche im Kellerbuch geführt sind und produzieren nur aus qualitativ hochwertigen Weinen.